Ekelhaft. Was haben wir da für ein hübsches Kind? Wenn Sie eine Mandantin sind, bin ich Ihr Mann. Wenn nicht, gilt das Angebot trotzdem. Okay, Ekel und Doppelekel. Wir sind die Neuen. Oh, bitte. Um neu zu sein, hätten Sie in der letzten Folge kommen müssen. Um Gottes Willen, der raucht auch noch. Das ist ein persönliches Geschenk von Bill Clinton. Wenn Sie wüssten, wo die schon gesteckt hat. Okay, er ist offiziell der ekligste Typ, der mir je begegnet ist. Siehst du das Schild hier? Crane, Poole und Schmidt. Crane, willkommen bei Boston Legal. Jeffrey, der eklige Mann fasst mir an den Hintern. Das ist der offizielle Firmengruß. Startet die Musik. Wenn das Telefon auch nur einmal klingelt, es ist sich hin. Verstehen Sie mich? Tara, wenn ich sage aufmachen, öffnest du die Tür. Das werde ich sicher nicht tun. Ich bin ein Ex-Marine, ausgebildet als Scharfschütze. Oder war ich Pilot? Mr. Flores. Nennen Sie nicht meinen Namen. Leg die Waffe weg oder es gibt hier noch Tote. Bitte seien Sie vernünftig, Sir. Lassen Sie Ihre Geisel gehen. Nein! Wir wollen das ist Alan da draußen. Wenn es gleich klingelt, dann gehen Sie bitte ans Telefon. Ich bin gut im Tontaubenschießen. Also Tara, du machst die Tür auf, wenn ich sage Taube los. Du spinnst, das ist doch lächerlich. Gehen Sie ans Telefon, wenn es klingelt. Wehe, wenn es klingelt. Ich warne Sie. Ich ziehe, verstanden? Taube los! Endo, keiner bewegt sich. Ein Mann am Boot, Waffe gesichert, wir haben ihn. Bleiben Sie zurück. Bleiben Sie bitte in Ihrem Büro. Danny Crane. Meine Frage ist, hat der Geiselnehmer Anstalten gemacht, auf Mr. Shaw zu schießen, als Sie sich entschlossen haben, abzudrücken? Warum zum Teufel hätte ich darauf warten sollen? Wie kann jemand rotes Fleisch verbieten? Tja, die machen eine richtige Kampagne draus. Sie haben vor, Summersport als die Meeresfrüchte-Metropole der Welt zu verkaufen. Sie sind Fleischfresser. Als die Pilgerväter an Land gingen, haben sie gleich ein paar Indianer verdrückt. Können wir was dagegen tun? Wir bekommen eine einstweilige Verfügung. Ich übernehme das, rotes Fleisch zu verbieten. Das kommt doch vor keinem Vernaschungsgericht der Welt durch. Es heißt Verfassungsgericht, Danny, aber du hast recht, diese Verordnung ist anfechtbar. Herr Bürgermeister, würden Sie mir zustimmen, dass die meisten Vegetarier Kommunisten sind? Das würde ich ganz sicher nicht. Wir sind im Krieg. Glauben Sie, wir können diesen Krieg gewinnen, wenn wir unseren Soldaten sagen, kein Fleisch mehr? Glauben Sie, eine Nation von Fischessern kann die Welt retten, Sie Waschlappen? Einspruch. Er will im Grunde also eingeschläfert werden. Und praktisch auf Eis gelegt. Offenbar gibt es da ein Persönlichkeitsrecht, von dem ich nie gehört habe. Wie solltest du auch? Es steht in der Verfassung. Im Konferenzraum sitzt eine potenzielle Mandantin. Ich möchte, dass sie zu ihr... Genau, ich vergaß zu erwähnen. Ich stehe über ihnen. Gut zu wissen. Ich bin ja so eine Autoritätshure. Kannst du noch nicht mal das Wort sagen? Ich kann es sagen. Also, was ist sie, Brett? Sie ist, homosexuell. Und wie lautet das Wort für eine weibliche Homosexuelle? Lesbe? Ich verstehe dich nicht. Sie ist eine Lesbe. Tracy soll heute im Zeugenstand aussagen, dass ihre Ex-Geliebte... Lesbische Ex-Geliebte. Tracy soll aussagen, dass sie sich einen finanziellen Vorteil versprach. Genau genommen ist Tracy gar keine wirkliche... Lesbe? Das gefällt Ihnen, ne? Und wie? Sagen Sie es nochmal. Lesbe. Nur weiter. Lesbe. 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 Und jetzt alle. Lesbe. Hey, Brad. Und jetzt alle zusammen. Lesbe. Euer Ehren, wenn Mr. Fleming sich durch seine Darstellung in der Kampagne meines Mandanten gekränkt fühlt, sollte er einfach eine Gegenoffensive starten. Wie Richter Brandner schon sagte, die beste Waffe gegen üble Nachrede ist üble Nachrede. Kein Wunder, dass Brandner sowas gesagt hat. Er war ja auch ein bekannter Trinker und Päderast. Nein, das war er nicht. Ganz recht, das war er nicht. Ich hab's erfunden. Hat jemand ein Problem mit meinen nachweisbaren Falschaussagen über ehrenhafte Menschen, die ich nur verbreite, damit meine Seite gewinnt? Einmal hatte ich Sie und die Streisand. Beide zusammen. Weißt du noch? Na sicher, Danny. Ich hasse es, dir die Illusion zu rauben, aber die Streisand war ein männliches Promi-Double.
Das hättest du aber am Penis erkennen müssen. Mein Vater. Manchmal trug er auch einen Rock. Er nannte das Ding zwar Kilt und sang dazu diese schottischen Sauflieder, aber wir wussten Bescheid. Ellen, könnten wir Sie motivieren, uns in einer Sache mit großer Medienpräsenz zu helfen, unsere Stärke zu demonstrieren? Es wäre mir ein Vergnügen. Aber ich muss einem Mandanten, der seiner Mutter die Bratpfanne übergezogen hat, helfen, ihre Beatmungsgeräte abschalten zu lassen. Aber diese schnüffelnden Nörgler von der Polizei wollen das einfach nicht erlauben. Ach übrigens, Shirley, ich bin jederzeit bereit zu einer weiteren Inspektion meiner Armaturen. Von Seiten des Staates muss ein Interesse an lebenserhaltenden Maßnahmen bestehen. Wenn ein Patient es aber aufgrund seiner religiösen Überzeugung ablehnt... Erstens gibt es dafür keine Bestätigung. Einspruch, euer Ehren, man kann ein zweites Argument nicht mit dem Wort erstens beginnen. Diese Frau war jahrelang nicht in der Kirche und niemand weiß, was... Laut Auskunft ihres Sohnes hat sie sich der Kirche wieder zugewandt. Ihres Sohnes, der zum Hauptverdächtigen in einem Mordfall werden könnte, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Wenn Sie meinen Mandanten unter Mordanklage stellen wollen, macht es wenig Sinn, die Frau am Leben zu erhalten, nicht wahr? Ich protestiere gegen diesen Zynismus, euer Ehren. Es wäre besser für uns, in verschiedenen Städten zu sein, aber ironischerweise sind es die Unterschiede zwischen uns, die mein Hiersein erforderlich macht. Was für Unterschiede im Besonderen? Nun, also erstens weiß ich noch, was man als Anwalt zu tun hat. Und zweitens muss ich nicht ständig laut meinen Namen sagen, um mich daran zu erinnern. Danny Gray. Falls du einen Beisitzer brauchst, wäre es toll, wenn Paul Lewiston wüsste, dass ich existiere. Danny Crane. Beeindruckend. Unser Image in dieser Stadt Danny ist... Danny Crane. Ganz genau. Ein homosexueller Transvestit? Sie erwarten, dass ich Kindern erlaube, sich in seinen Schoß zu setzen? Genau das. Oh Mann. Gordons Department Store hat nicht die Absicht, Mr. Fernals Recht auf freie Wahl seiner Kleidung zu... Das ist eine Lüge. Als Sie erfuhren, dass er schwul ist, wurde er gefeuert. Nein, sondern weil er ein Transvestit ist. Das gilt als krankhaft, Dieser euer Ehren. Dieser Mann war 8 Jahre lang ohne einen Zwischenfall ein hervorragender Nikolaus und hat dafür von allen Seiten nur enthusiastisches Lob empfangen. Würden Sie auf seinem Schoß sitzen? Sicher, wie Sie wollen. Euer Ehren, es ist nicht zu Homo erectus gekommen, falls das Ihre Befürchtung war. Mitch, wenn Sie erlauben, nenne ich Sie Mitch. Mein Name ist Michael. Lassen Sie sich von meiner ruhigen Erscheinung nicht beunruhigen. Entschuldigen Sie, ich bin tatsächlich mit ihm hier. Ist mir egal. Verschwinde oder du bist reif für die Kiste. Ich will ja nicht pingelig sein, aber geht es hier nicht darum, Sie in die Kiste zu kriegen? Hey! Oh Mann, tut mir ehrlich leid, ich wollte nur meine Brieftasche rausholen. Ich verstehe. Dann muss ich mal sehen, wo meine steckt. Geht es dir gut? Fantastisch. Hallo, ihr prächtigen Männer. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie scheinen in bester Form zu sein. Hier sind $300. Würden Sie so freundlich sein, den Mann da drüben zu schlagen? So ein Blödmann. Im Ernst? Alan. 100er extra, wenn er zu Boden geht. Ja. Einverstanden. Machen Sie es richtig. Was soll denn der Scheiß? Hallo! Auf die 12! Komm schon! Stark! Hier sind 100. Gehen Sie und helfen Sie Ihrem Freund. Das müssen Joes Freunde sein. Einer für Sie. Okay. Für Sie. Cool, danke. Ich habe noch ganz viele. Hart kräftig drauf. Für Sie und für Sie. Er hat in einer Bar jemanden bezahlt, damit er einen anderen schlägt. Euer Ehren, der Kerl hat meine Ehre beleidigt. Nach dem Kneipenkodex war ich verpflichtet, darauf zu reagieren. Da wir in Amerika sind, habe ich einfach ahnungslose Krieger angeworben, die keine Ahnung hatten, worauf sie sich ein... Es ist nicht meine Art, Standpauken zu halten. Aber was Sie gestern Abend getan haben, war selbstsüchtig. Wir haben einen guten Ruf. Bei Crane, Poole und Schmidt, die Anwälte dieser Kanzlei... sind stolz auf diesen guten Ruf. Es schädigt jeden hier bei Crane, Poole und Schmidt, wenn ein Anwalt strafrechtlich verfolgt wird. Ihr Verhalten schadet Menschen. Wir alle müssen jetzt dafür Erklärungen abgeben. Vor unseren Freunden, unseren Kollegen, um ihn wiederherzustellen und zu bewahren. Diesen guten Ruf von Crane, Poole und Schmidt. Schluss damit! Sie reden zu viel. Vorausgesetzt, das Opfer ist körperlich dazu fähig, werden wir morgen um 15 Uhr hier wieder zusammenkommen, Sie Schwätzer. Und jetzt Schluss mit diesem Pipifax. Pipifax. Pipifax.